Warm Welcome, astrologisches Stundenbuch, Markus Termin, der 2. April 2024. Merkur ist rückläufig und das bezieht sich vor allem auch auf mich. Ich bin Widder-Aszendent und Merkur ist im Widder rückläufig. Das heißt also, ich habe unmittelbar mit dieser Rückläufigkeit zu tun und spüre das natürlich auch in jeder Phase. Und deswegen gibt es hier nur einen ganz kurzen Film, weil ich zwischen Tür und Angel bin und das kann auch noch für die nächsten 3-4 Tage etwas problematisch sein. Ich will aber euch nicht ohne Nachricht lassen und die zentrale Botschaft dieser Merkur-Rückläufigkeit im Zeichen Widder ist das Rekapitulieren und das Überdenken der Initiative. Das heißt, es gibt Initiative, man kann mit diesem Merkur im Widder etwas machen und man kann auch mit dem Merkur im Widder in die Heilungsrichtung gehen, weil Chiron dabei ist. Das Ganze schön verstärkt durch die Sonnenbedeutung, aber es hat unter Umständen zu tun mit der Rekapitulation von alten Dingen. Und es ist nicht ganz einfach auf die Reihe zu kriegen, weil es ein scheinbares Paradox ist, aber das Widderzeichen ist, wie gestern schon erwähnt, selbst ein Paradox, weil, wenn ihr euch die alten Darstellungen anguckt, der Widder ist wohl im Sprung, aber er guckt immer mit dem Kopf zurück, was er als natürliche Geste gar nicht machen kann. Und das zeigt, dass eben dieser Tierkreis der Zodiac nicht die Darstellung von normalen Tieren ist, sondern es sind ikonografische Bedeutungen, die eben sehr viel tiefer reichen und interpretiert werden wollen. Jedenfalls heute Merkur rückläufig. Die Briten nennen es Silly Time, alberne Zeit. Ziemlich viele Dinge gehen kreuz und quer, aber es hat immer mit dem Thema zu tun, das den Hintergrund darstellt, nämlich die Frage der Initiative. Wir können Initiative ergreifen, aber wir müssen dabei bedenken, dass es unter Umständen mit der Rekapitulation von Dingen zu tun hat. Also das bedeutet sorgfältig sein, Sachen sortieren und so weiter und so fort. Ich danke jetzt erstmal fürs Zuhören, weil ich habe gerade nicht so viel Zeit und ob ich jetzt den Film morgen reinsetzen kann, ist nicht gewiss. Ihr müsst es unter Umständen bis übermorgen abwarten, aber dann kommt wieder was, keine Sorge. Markus Termin, astrologisches Stundenbuch, 2. April 2024.